Und da sind wir wieder bei der neuen Folge von Digimon World. So, wie ihr seht, habe ich jetzt alle Werte auf 4500 bzw. 450 gebracht. Angriff sogar auf 460. Eben weil ich so viel LE trainieren musste. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir gehen auf zum Dschungel. Weil von dort aus kommen wir dann ins Dino-Land. Wir waren ganz kurz, waren wir schon mal dort, für circa 2 Sekunden, aber auch nur deswegen, weil wir automatisch hineingegangen sind. Bin dann gleich wieder raus. Vielleicht finden wir Pixmon jetzt hier. Ich würde mich freuen. Und finden wir Pixmon hier? Nee. Mangrovenwald. Obwohl. Ich glaube, hier müssen wir gar nicht her, oder? Doch. Genau, hier ist das Schild und da oben ist dann der, wie heißt der? Amidawald, so. So, geradeaus durch und wir sind dann schon im... Na? Rein zum Dino-Land. Mal schauen, was uns hier erwartet. Tyrannomon, wer bist du? Hier darf keiner herumstöbern. Keine Angst, wir wollen nur die Insel retten. Ich trau dir nicht. Zieh ab! Warte doch mal! Also nicht... Sorry. Nicht dieses Digimon hat es gegeben, sondern ein anderes. Aber das müsste eigentlich auch stark sein. Oh, da wird aber anscheinend nur ein Wert geboostet. Ja, da wird nur Angriff geboostet. Schon wieder ein LE-Chip. Ich glaube, die findet man am häufigsten. Bist du zufällig? Sag ich dir doch! Tut mir leid, wir bekommen so selten Besuch. Meine neue Arbeit ist so toll. Arbeit? Ich bewache das alte Dino-Land. Eine unerforschte Region. Zeigst du sie mir? Das alte Dino-Land besteht aus 2 Gebieten. Wir leben in der Eiszeitzone. Da vergeht die Zeit viel langsamer. Die Zeit vergeht langsamer. Das andere Gebiet heißt Zeitrafferzone. Sie ist gefährlich und liegt weit weg, weiter weg als die Eiszeitzone. Gefährlich ist es dort, weil die Zeit so schnell vergeht. Das Land ist kahl, überall nur Knochen und Fossilien. Weil dort mehr Zeit vergeht als anderswo. Genau, geht da bloß nie hin. Da ich dir den Weg versperre, kommst du nicht dorthin. Du hast aber verloren. Ich hatte Pech. Das passiert mir nur sehr selten. Stimmt das? Ich muss nach Hause. Frag die anderen Digimon, wenn du etwas wissen willst. So. Na, aber trotzdem gehen wir weiter. Altes Dinoland Eiszeitzone. Und wie Tyrannomon gesagt hat, hier vergeht die Zeit langsamer. Hier Vermilimon, also... Tyrannomon mit anderen Skins. Ah, nicht Tyrannomon. Monochromon.
Was haben wir hier? Münzautomat. Na, versuchen wir es. Kleine Heildisk. Naja. Brachiomon, das hast du schon erfahren. Die Zeit vergeht hier träge. Ein halber Tag hier ist wie ein Tag da draußen. Wer sich ausruhen möchte, ist hier bestens aufgehoben. Saberdramon. Komm, probieren wir Saberdramon. Ich hab mich mal aus der Luft umgesehen. Im Norden liegen Schnee und Eis. In so einem kalten Land kann man doch nicht leben. Aha. Also kann man gegen die gar nicht kämpfen. Und Monochromon? Da wollte jemand Händler werden. Er soll hier irgendwo ein Geschäft haben. Er ist nützlicher als ich. Ja, das war dein Kollege. Digipilz wieder. Hier beginnt die Zeitrafferzone. Tritt nicht zu nahe heran. Ich habe zwei Ziele. Die Gefahr aufspüren, die der Insel droht. Und Digimon in die Stadt zu holen. Ja, und? Hilfst du mir? Ach, vergiss es. Geht nicht, ich muss den Wald bewachen. Weißt du denn etwas über die Gefahr? Nein, oder doch? Vor kurzem ist ein großer Felsen aus dem Himmel gefallen. Wo ist er denn gelandet? In der Zeitrafferzone, am anderen Ende des Waldes. Lass mich durch, vielleicht entdecke ich dort Hinweise. Wenn du darauf bestehst, dann schau eben nach. Von hier an vergeht die Zeit doppelt so schnell. Nimm genug zu essen mit. Achte auch auf dein Alter. Komisch. Irgendwie habe ich das anders in Erinnerung. Ich dachte, jetzt kommt noch ein anderes Digimon. Das ist ja eine ganz andere Zeitzone. Ich darf keine Zeit verlieren. Ich muss Meteoriten suchen. So. Und unser Digimon hat schon Hunger. Geben wir ihm gleich Filet. Ihr seht schon, der Zeiger bewegt sich wie wild umher. So, und um den Meteoriten zu finden, ist das ganz schwer, weil der ist hier auf dieser Karte versteckt. So, wo ist es denn? Irgendwo da links hinein. Da. Als ob man das sehen würde. So, und hier ist er. Das muss es sein. Ganz klar ein Meteorit. Aber brech ihn auf und zieh nach. Sieht wie ein ganz normaler Meteorit aus. Ich sehe halt ganz normal aus. Wahnsinn! Du bist ja ein Digimon. Wie heißt du denn? Ich bin... Insekimon? Okay, normal heißt es Meteormon. Aber sagen wir mal Insekimon. Weißt du, in welcher Gefahr die Insel schwebt? Verdammt? Nein. Nein, ich weiß gar nichts. Ich dachte, jetzt hat mein Handy vibriert. Hat es aber nicht. Nein, ich weiß gar nichts. Wirklich nicht? Bist du auch ganz ehrlich? Wie unhöflich. Dann tragen wir eben einen Kampf aus. Mal sehen, wer recht hat. Na gut, kämpfen wir. Seit ich mal die kleine Heildisk eigentlich gefunden habe. So. Wow! Die Attacke möchte ich haben.
Ja, jetzt läuft es verwirrt hin und her und ich treffe nicht. Bam! So, Quickblut. Dreimal noch mit dieser Attacke. Vielleicht auch mit dem Finisher dann. Eher nicht mit Finisher. Auch wenn es sich jetzt ausgegangen wäre. Aber so auch. Meteor. Ah, schon wieder LA-Chip. Alter. Ich gebe auf, du bist zu stark. Sag mir alles, was du über die Gefahr für die Insel weißt. Ich bin gerade erst geschlüpft und weiß überhaupt nichts. Wie? Wir vom Stamm der Meteoriten werden im All geboren und landen auf der Erde. Dann schlafen wir lange. Eigentlich hätte ich noch länger schlafen sollen. Die Zeit vergeht hier schnell. Das mag sein. Na, ich schaue mir mal die Insel an. Viel Glück. Jetzt rollt es weg. Wir haben keine Hinweise gefunden. Dann nichts wie weg. Naja, nicht ganz weg. Wir gehen nochmal rein. Okay. Ist nicht hier. Denn auch hier kann Nanemon ab und zu auftauchen. Aber ich möchte mich hier nicht länger aufhalten als nötig. Gegen die möchte ich kämpfen. Die hören sich aber stark an. Also zumindest von der Musik her. Naja, geht. Vielleicht sollte ich mich wieder an Garurumon wagen. Nee, die sind kein Problem. Habe ich eine mittlere MP-Disk? Nein, nur eine mittlere Heil-Disk. Okay, dann setzen wir halt eine große Disk ein. Eine flächendeckende Attacke wäre doch geil. Vor allem eine, die nicht so lange zum Aufladen braucht. So, ruhig Blut. Okay, das eine Digimon hat das andere getötet und ich töte das zweite. So, dass die Zeitrafferzone hier ist aber noch ein wenig größer. Und die möchte ich mir halt ansehen. Das habe ich jetzt halt nicht links gegangen werden, sondern geradeaus wäre hier auch noch etwas. So, jetzt braucht es noch ein Camping-WC. Weil bis zur Toilette zurück schaffen wir es nicht. Da ist noch ein Saber-Dramon. Aber sonst ist hier nichts anscheinend. Was ist das hier? Ne. Okay, dann gehen wir wieder. Vielleicht hat ja jetzt Tyrannomon was zu sagen. Ja, das wird sein. Jetzt wird Tyrannomon etwas machen. Jetzt, wo wir Meteormon gefunden haben. Vielleicht ist hier rechts noch irgendetwas? Nee. Gut, dann gehen wir raus aus diesem Gebiet.
Was ist das denn? Scheint ein Meteorit zu sein. Hab keine Angst. Mehr weiß ich leider nicht. Trotzdem vielen Dank. Das gibt's doch nicht! Genau, und das habe ich mich erinnert. Du taugenichts! Herr! Ich kann nicht fassen, dass du immer noch da bist. Herr, ist das... jetzt habe ich falsch gelesen. Ich dachte, Tyrannemon sagt das. Herr, wer ist das denn? Aber wer bewacht dann das alte Dinoland? Die lange Zeit der Insel ist ernst. Also, die Lage der Insel ist ernst. Zieh in die Stadt und hilf den anderen. Jawohl, Sir. Bist du sicher? Er ist noch jung, kann aber hart arbeiten. Ich werde hier Wache halten. Herr? So sieht es aus, Daniel. Darf ich in die Stadt kommen? Gerne, aber dort wartet Arbeit. Prima, auf Wiedersehen, Herr. Okay, ich dachte eigentlich, dass ich gegen Dark Tyrannemon hier kämpfe. Was wird er in der Stadt tun? Kann ich gegen dich nicht kämpfen? Okay. Ich dachte, dass ich gegen das kämpfen muss. Na egal. So, jetzt gehe ich noch mal durch den Dschungel. Vielleicht finde ich ja jetzt Piximon. Bum, 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 bum. Oh, es hat mich einer überrascht. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 4 Minuten. Ja, wenn wir diesen Kampf schnell fertig machen, könnten wir es noch zu Piximon schaffen. Ah, leicht. Vor allem jetzt geboostet auch noch. Da müsste Janmamon eigentlich mit einer Attacke zu schaffen sein. Außer es ist die Gelippe. Perfekt. Ja, und BAM! One Hit. Alter, ich glaube, wir sollten echt mal wieder Garurumon probieren. Aber diesmal werde ich halt vorher speichern. So, 3 Minuten noch. Bis zu Piximon schaffe ich. Nee, selbst wenn nicht. Ein paar Minuten drüber schaden nicht, weil in den letzten Folgen habe ich sowieso immer wieder ein bisschen zu früh aufgehört. Zum Beispiel vor der Arena. Ah. Amidawald. Eigentlich haben wir das Gebiet größer vorgestellt, oder ich hatte es größer in Erinnerung. Es waren jetzt 1, 2, 3. Ja, also das ganze Dinoland waren, glaube ich, 6 Screens groß. Das ist nicht wie. Da ist, glaube ich, dieses Dschungel größer. Ja, boosten brauchst du dich nicht. Bam. Alter, diese Attacke ist schon cool. Nur einen Nachteil hat es. Oder sagen wir zwei. Die erste ist, dass es nur auf einen Gegner geht. Aber das wäre kein Problem, wenn Problem 2 nicht wäre, dass es so lange braucht, bis es mal durchgeführt wird. Also da duckt er sich erst ganz langsam und dann hechtet er los. Ey, lasst mich ja vorbei. So. Am besten, bevor wir gegen Piximon kämpfen, also falls es da ist, gebe ich ihm eine große Heildisk. Oh, ich sehe schon einen Muchomon.
Nee, ist nicht hier. Ach, so ein Arsch. Gehen wir trotzdem ein, zweimal wieder hindurch. Ne. Auch jetzt nicht. Na gut, dann scheiß drauf. Ja, Zeit abgelaufen, ist mir schon klar. Aber in die Stadt gehen wir noch. So da. Meine Lieben, das war's dann auch für die heutige Folge von Digimon World. Beim nächsten Mal gibt's eine Revanche gegen Garurumon. Und ja, wir haben auch eine Tuba-Disc, dann können wir auch Moyamon, also mit Moyamon tauschen, bekommen wir das auch. Ja, also vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.